Moin, moin, meine lieben Freunde der Fox-Mission und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Risen 3 Titanlords. Ja, boah, nach dem letzten Kampf hoffe ich dann, dass wir jetzt einfach mal in Ruhe weiterleben können, weil mir geht die Pumpe jetzt im Moment immer noch auf 180. Ich habe mir einen Kamillichtee geholt, jetzt schon 10 Minuten Pause gemacht, grob gesagt, und das ist immer noch nicht gut, weil ich mich so drüber aufrege hier. Na egal, wir gucken uns auf jeden Fall mal die The Quint an. Meiner Höhle. Dir in den Arsch treten, das macht er hier. Du hast mich besiegt, in der Tat. Doch die viel interessantere Frage ist, warum? Also, sprich, was willst du von Margolot? Dem ältesten Wesen dieser Welt. Du bist das älteste Wesen dieser Welt? Ja, ich war schon immer hier. Schon lange bevor deine Spezies das Licht dieser Welt erblickte. Dann kannst du mir sicher ein paar Fragen beantworten. Antworten. Das wollen sie alle. Also, wie lauten deine Fragen? Drei darfst du stellen. Ich habe meinen Geist verloren. Ich weiß. Ich sehe es in deinen Augen. Dein Los ist grausam. Aber du teilst es mit vielen deiner Art in diesen Tagen. Darum bin ich hier. Ich brauche deine Hilfe gegen das Schattenreich. Schattenreich. Das ist doch ein wenig zu groß für dich, kleiner Mensch. Du greifst die Menschen dieser Insel an. Hier. Menschen, habt euch gewandelt. Ihr seid nur noch ein Schandfleck in dieser Welt. Ihr vermehrt euch und glaubt, dass euch die Welt gehört. Und nun bedroht ihr auch noch meinen Lebensraum. Kein Mensch bedroht dich. Sie verehren dich als ihr Orakel. So. Und warum errichten eure schwarzen Krieger einen Hort in meinem Reich? Warum töten sie meine Brut? Warum zerstören sie meine Höhle? Erklär mir das, kleiner Mensch. Schrei mich nochmal so an und ich töte dich. Das würde auch nichts ändern. Meine Kinder werden euch Menschen vernichten. Du wirst von Schergen bedroht. Seelenlose Krieger des Schattenreichs. Das sind keine Menschen mehr. Du bedrohst die falsche Spezies, Margolot. Lügen. Ihre hörte ich schon zu viele. Irgendwo hier in deiner Höhle treibt ein Schattenlord sein Unwesen. Er ist der Herr der schwarzen Krieger und damit der Quell allen Übels auf dieser Insel. So, dann beweise es. Finde diesen Hort des Schattenlords und vernichte den Verursacher der Zwietracht zwischen mir und den Menschen. Dann erst werde ich deinen Worten Glauben schenken. Und dir Hilfe gewähren.
Ich brauche einen geeigneten Platz für ein Geisterritual. Er muss magisch abgeriegelt sein. Man sagt, nur ein altes Wesen wie du kann das bewerkstelligen. Magische Abriegelung, sagst du? Eine leichte Sache für mich. Durch meinen Schild dringt kein Zauber und kein magisches Artefakt, wenn ich es nicht will. Doch sehe ich keinen Grund, warum ich dir helfen sollte, kleiner Mensch. Du bist kein vertrauenswürdiges Wesen. Was ich schon immer wissen wollte. Was war zuerst da, das Huhn oder das Ei? Ich. Warum hast du nichts getan, um den Krieg zu verhindern? Es geht mich nichts an. Aber die Titanen zerstören unsere ganze Welt. Ich bin nicht so alt geworden, weil ich mich in jeden Krieg eingemischt habe. Und wenn man meine Ruhe nicht stört, muss ich mich auch nicht verteidigen. Kann die Menschheit diesen Krieg überhaupt gewinnen? Im Moment nicht. Also werden wir untergehen. Die Ratten sind eine Plage. Aber sie verlassen das sinkende Schiff. Du hast deine Fragen gestellt. Aber... Ich habe genug gesagt. Okay, das heißt, wir müssen den bösen Schattenlord jetzt auf die Nase hauen. Der hat bestimmt nichts dagegen. Ja. Ist aber nicht rum hier. Ich plündere gerade nur ein bisschen deine Kinder. Okay, so jetzt erstmal kurz eben gespeichert hier. Ach du Scheiße. So. Wo geht's denn jetzt hier hin zu diesem komischen Typen? Ich habe keine Ahnung. Als hätte ich von denen jetzt nicht gerade schon genug gehabt. Speichern. Also die Augen im Ohr behalten. So, wieder schön. 4 Stück. Wie mag ich das Hund jetzt so richtig? Moin, Tino.
So, 1, 2, 3, 4, 5, okay. Dann juckeln wir mal weiter hier nach oben. Irgendwann wird ja mal zu Ende sein, denke ich mal, hoffe ich mal. Du bist dick und hässlich, du bist dick und hässlich. Und haarig bist du auch. So, einmal speichern. Ah ja, hier hört der Ton einfach mal auf. Warum auch nicht? Ich hab fast gesagt, schön ist es hier, aber irgendwie doch eher ein bisschen eklig als schön. So. Ich dachte fast, hier war ich schon. Ich höre mich total verlaufen übrigens. Ja, wir machen hier mal ganz kurz eben einen kleinen Cut. Sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin alles Gute. Dankeschön fürs Zuschauen und ciao, Ikowski.